war die Fahrerkabine bereits im Vollbrand. Dadurch war ein immenser Aufwand an Personal da, also an Atemschutzgeräteträger. Es war die Löschwasserversorgung ein größeres Problem. Es sind jetzt aktuell 5 Feuerwehren im Einsatz. Wenn euch unsere Dokus gefallen, dann zeigt uns das gerne mit einem Like. Vergesst auch nicht, uns zu abonnieren und ganz wichtig, die Glocke zu aktivieren für weitere Videos und Informationen. Eure Fragen, eure Meinung gern unten in die Kommentare.
Gemeldet war bei uns um 3.21 Uhr ein Brand, Rauchentwicklung an einem LKW, kurz vor der A81-Ausfahrt in Stuttgart-Zuffenhausen. Als wir wenige Minuten später eingetroffen sind mit dem ersten Fahrzeug, war die Fahrerkabine bereits im Vollbrand und man hat gesehen, dass die Flammen dabei sind, auf die Beladung, auf die Ladefläche überzugreifen. Das war unglücklicherweise ein vollbeladener LKW mit Stückgut, sodass die gesamte Beladung händisch Stück für Stück ausgeräumt werden musste und das Ganze bei brennendem Auflieger. Dadurch war ein immenser Aufwand an Personal da, also an Atemschutzgeräteträger. Es war die Löschwasserversorgung ein größeres Problem. Es sind jetzt aktuell 5 Feuerwehren im Einsatz, darunter auch ein großer Löschwasserbehälter mit 10.000 Liter Wasser. Und die Kräfte werden aktuell nach 2 Stunden immer noch nachalarmiert, weil man Ablösung braucht für die Geräteträger bei den Nachlöscharbeiten und bei den Arbeiten beim Abräumen des Aufliegers. Was ist eure Schätzung, wie lange das jetzt noch geht? Zieht es wieder schon ziemlich lange? Feuerwehr Leonberg kam jetzt Anschlusskomponente noch nach. Muss es noch ein bisschen länger gehen? Also dadurch, dass dieser LKW händisch abgeladen werden muss, lauter Pakete, Stückgut, gehen wir davon aus, dass es mindestens noch eine, eher 2 Stunden dauern wird, bis das Fahrzeug entladen ist und damit die letzten Glutnester erreicht sind. Heißt, so lange ist die Feuerwehr vor Ort? Die Feuerwehr Ditzingen wird auf jeden Fall so lange vor Ort sein. Die weiteren Kräfte tauschen sich aus, werden abgelöst, nachgefordert. Das Problem ist, dass die Autobahn mittlerweile seit 2 Stunden in Vollsperrung ist. Und wir sind jetzt bemüht, die Einsatzstelle so zu organisieren, dass zumindest eine Spur geöffnet werden kann. Thema Rettungsgasse ist ja auch so ein Thema immer. Ich habe jetzt auch mitgekriegt, die Anfahrt durch die Rettungsgasse ist ja auch ein bisschen erschwerter. Also die Anfahrt ist mittlerweile erheblich erschwert. Bei unserem Eintreffen war noch wenig Verkehr, war noch kein Stau. Aber bei den nachgeforderten Kräften sieht es so aus, dass wir jetzt auf 2 Kilometer auf alle Spuren einen Rückstau haben und die Fahrzeuge mittlerweile so festgefahren sind, also die Verkehrsteilnehmer, sodass sie keinen Platz mehr machen können für die Feuerwehr. Es ist also erheblich mit Schwierigkeiten verbunden, hier nachrückende Fahrzeuge herzulotsen. Wir haben deshalb aktuell auch schon Fahrzeuge entgegen der Fahrtrichtung auf die Autobahn einbringen müssen. Das ist natürlich immer eine sehr kritische Angelegenheit und es sollte tunlichst auch jetzt abgestellt werden, wenn die erste Fahrspur geöffnet werden muss. Eine besondere Herausforderung bei der Autobahn ist ja wahrscheinlich immer das Löschwasser, dass ihr da zu wenig habt. Geht man da dann gleich so davor, dass ihr mehrere Tanklöschfahrzeuge alarmiert werden, oder wie ist das? Also es wird natürlich versucht, die Lage abzuschätzen. Wenn jetzt nur das Führerhaus brennt, dann reichen die Erstkräfte immer aus. Aber dadurch, dass man gesehen hat, der Brand hat schon übergegriffen auf die Ladefläche, hat man angefangen, Fahrzeuge nachzualarmieren. Und es sind jetzt insgesamt 6 Löschfahrzeuge alarmiert und ein großer Löschwasserbehälter von der Feuerwehr Ludwigsburg. Und dadurch sind insgesamt etwa 25.000 Liter Löschwasser an der Einsatzstelle. Ein Fahrzeug hat auch schon gependelt. Heißt, ist also zu einem Hydrant gefahren und hat seinen Tank nochmal gefüllt. Also damit Größenordnung 25 bis 30 Kubikmeter Wasser, die bisher zur Einsatzstelle gebracht wurden. Problematisches Stückgut mit Gefahrgut, Akkus oder sonst irgendwas, wisst ihr da schon was? Also eine Ladeliste haben wir nicht. Es hat Elektrogeräte mit dabei, aber wir gehen davon aus, dass dieses kritische Stückgut, Lithium-Ionen-Akkus zum Beispiel, dass das nur in kleiner Menge vorhanden ist. Und bisher gab es auch keine Probleme bei dem geborgenen Gut, dass da irgendwelche Rauchentwicklungen oder Glutnester aufgeflackert werden. Wir stehen aktuell auf der Ölspur. Wie kommt das? Was ist da passiert? Wir gehen davon aus, dass dieser brennende LKW einen Motorschaden hatte, hat dadurch Öl verloren und eine etwa 500 Meter lange Ölspur verursacht. Die ist abgestreut worden von der Feuerwehr, aber vermutlich war es eben technischer Defekt an der Zugmaschine, die Ölspur hervorgerufen hat und wodurch nachher das Fahrzeug in Brand geraten ist. Die obligatorische Frage, gab es jetzt Verletzte in irgendeiner Art bei dem Einsatz? Nein, der Fahrer war am Anfang natürlich Rauchgas exponiert. Er ist rettungsdienstlich untersucht worden, hat keine Anzeichen einer Rauchgasvergiftung und weitere Kräfte oder weitere Personen sind nicht zu Schaden gekommen. Ja. Roundabout, wie viele Kräfte waren jetzt hier im Einsatz? Also wir sind mittlerweile bei
etwa 15 alarmierten Feuerwehrfahrzeugen mit rund 60 bis 70 Einsatzkräften. Von der Feuerwehr hinzu kommen Rettungsdienst und Polizei. Vielen Dank, Herr Hecker. Gerne. Thank you.
Wenn euch auch diese Videodoku wieder gefallen hat oder informativ für euch war, würden wir uns wie immer über ein Like von euch sehr freuen. Selbstverständlich dürft ihr gerne, falls noch nicht geschehen, unseren Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um auch zukünftig keine weiteren Inhalte mehr von uns zu verpassen. Und wie immer dürft ihr jetzt anschließend hier unter dem Video in den Kommentaren eure Meinung kundtun, eure Fragen stellen oder euch gegenseitig austauschen.